Ne, wenn das hier schon direkt vor meiner Tür ist, ich meine, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn ich mit geilem Zeug zugeballert werde, ne? Also von daher immer her. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. In der finalen Version haben wir jetzt nicht nur den schwarzen Ameisenhügel erfolgreich durchstreift, nein, wir haben auch das Ameisenhügellabor erfolgreich erkundet und dessen Endboss besiegt. In der letzten Episode haben wir den Assistant Manager Roboter bezwungen. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die Playlist verlinkt am Anfang des Videos. Am Ende ist sie auch nochmal verlinkt. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Grounded in der finalen Version reinziehen, und natürlich auch gerne Tipps sowie Anregungen oder auch alles mögliche andere in die Kommentare schreiben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch so in den Räumen hinter diesem Bossfight finden, denn da war ja oben zum Beispiel bei der großen Tür, die das Fenster geschützt hat, wo wir uns reingesprengt haben zum Bossfight, da war ja noch ein Raum, wo es auch noch Zeug gab, da war noch eine Kiste oder so, da muss man ja auch noch irgendwie reinkommen. Genau, und da müssen wir auch mal schauen, dass wir jetzt dann den Burglar-Chip, den wir jetzt bekommen haben durch den Bossfight, dass wir den dann entsprechend zurückbringen zum Burglar, damit der uns dann Rezepte geben kann. Da bin ich mal sehr gespannt, weil diesen Chip, den hatten wir jetzt ja noch gar nicht. Da müssen ja eigentlich total viele neue Sachen jetzt eigentlich drauf sein. Aber mal schauen, dann fehlt uns nur noch der aus dem Nebel und aus dem Teichlabor. Und dann haben wir so tatsächlich, glaube ich, schon alle zusammen. Zumindest die Super-Chips. Dann gibt es ja immer auch noch diese Nebenchips. Also aus den Kisten, wo man die geheimen Schlüssel dann finden muss. Das will den Eis nochmal einen Text. Diese verflixten Mixergeräte treiben immer noch sämtliche Kreaturen hier in den Wahnsinn. Um unsere Konzentratsammlung kümmern wir uns später. Jetzt müssen die hier erstmal weit weg von hier. Ich habe eine grobe Karte möglicher Standorte an die Tafel gezeichnet. Alle markierten Stellen müssen sich gut verteidigen lassen. Falls die örtlichen Kreaturen ähnlich aggressiv sind wie unsere Freunde an den Sprengtüren. Okay. Na dann. Na dann. Sprengtüren? Achso, ja. Blast Doors. Ach, Blast Doors ist wörtlich übersetzt. Ich habe mich schon gewundert. Sprengtüren, das ist, in Star Wars sagen sie doch, schließt die Panzertüren. Und in Englisch sagen sie, close the Blast Doors, glaube ich. Und das ist die Blast Doors, das ist eine Anspielung auf dieses Star Wars Zitat, glaube ich. Burglar task, move these loud things into the yard. This one was always here. Large mix. Sprengtüren. Ach, warte, aber die kann ich gar nicht drücken. Mensch, warum geht das hier nicht? Irgendwas scheint hier noch zu fehlen. Kann das sein? Da ist die Karte an dem Whiteboard. This one was always here. Ja, und was soll ich, was sehe ich da jetzt? Ich check's nicht. Burglar task. Move these loud things into the yard. Warum kann ich hier nicht drücken? Versperrt. Warum? Hier scheint irgendwie Strom zu fehlen oder so. In der Mitte der Steg. Ja, aber hier ist ja auch gesperrt. Ach so, nee, da ist ein Schlitz. Hä, oder? Ah. Ah, mit der, okay, mit der Keycard. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ich hab das nicht gesehen vom Weiten. Sehr gut, okay, wissen wir Bescheid. So, Moment. Ah, guck mal, oh Gott. Guck mal, der ist schon ein bisschen kaputter jetzt, der Doktor. Beim letzten Bild, das wir gesehen haben, war er, was heißt ein bisschen kaputter, ganz schön kaputt. Und der Garten sieht auch nicht mehr so geil aus. Ich glaube, mit dem Doktor stimmt was nicht. The production of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous. What a pathetic state of affairs. Overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate.
but this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Er hat alles gelöscht. Der hat, glaube ich, auch gegen den Boss gerade gekämpft. So wie ich, wenn ich mir seinen Zustand, so seinen geistigen, so reinziehe, hat er bestimmt auch gegen den Boss gekämpft. Herrlich. Okay, gib mir das. Schwarzenameise, nice. Arnold Schwarzenameisen-Chip. Nice, nice. So, dann gehen wir mal weiter. Ich habe einen Burglar-Chip, nice. Und den kann ich dann zu Burglar bringen, kriegen wir wieder neue Rezepte. Mal gucken, was wir dann kriegen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts vergessen hier unten. Hier geht's ja schon wieder raus. Moment mal. Guck mal, hier kann man rausgucken. Aber da ist nicht viel Spannendes. Da ist doch noch eine Tür da unten, die man nicht öffnen kann. Wo geht's denn hier jetzt hin, ey? Mann, ist das weitläufig, Alter. Der Doktor ist ein bisschen durchgedreht. Der Doktor ist ein bisschen eskaliert, glaube ich. Das klingt wie ein Ausgang. Oh, guck mal, was wir hier haben. Moment mal. Nee, Moment. Da unten war noch eine Tür, die ich nicht aufkriegen konnte. Moment. So nicht. Vielleicht ist da jetzt ja was aktiviert worden, als ich hier drauf gedrückt habe. Der Sache muss ich mal gerade noch auf den Grund gehen jetzt schnell. Ich will jetzt hier nichts verpassen. Jetzt haben wir hier so viel gemacht. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich das aufmachen kann. Ich bin gespannt. Komm schon. Komm schon. Ein ganz schön weiter Weg. Das ist, glaube ich, somit das weitläufigste Labor. Guck mal, hier sind diese Gerätschaften. Das ist, glaube ich, echt somit das weitläufigste Labor, was wir bis jetzt hatten, oder? Ich denke mal, hier falle ich nach unten. Das ist echt so krass irgendwie hier. Wieso kommt man hier... Da waren doch... Genau, das war der Raum mit den Rohstoffen. Warte mal, da waren die Sachen da draußen. Da, genau, das ist dieser Nebenraum. Warte mal, ich guck mal, ob ich da von der anderen Seite vielleicht reinkomme. Vielleicht kann ich das ja aufsprengen. Ich habe noch eine Bratwurstbombe übrig. Oder ist hier vielleicht irgendwo auch ein Loch? Da guck mal, da muss man doch irgendwie rein. Das muss doch irgendwie gehen. Ich probiere das mal mit einer Bombe. Aber normalerweise ist es ja immer markiert, wenn man das mit einer Bombe machen kann. Warte mal kurz, hier ist ein Kabel. Ist doch aktiv, verstehe ich nicht. Das ist aber dasselbe Kabel, was... Okay, keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Knopf drücken. Hinter der geht ja nicht. Kann ich nicht machen. Ich kann da nicht drücken. Kann da nicht machen. Vielleicht den Knopf zerstören. Drück mal. Geht ja nicht. Ich drück eh, da passiert nichts. Ich kann nichts machen. Das andere Kabel vom anderen Knopf verfolgen vor der Tür. Da war kein Kabel. Also da war... Also... Ja, da war halt nur so ein Kasten irgendwie, wo das in den Kasten reingeht. Das ist bestimmt irgendein Rätsel. Ja, da war der Schalter, aber da konnte ich ja auch nichts machen an dem Schalter. Da habe ich ja gedrückt auf der anderen Seite. Da ging ja nichts. So, jetzt bin ich hier. Das ist da der Schalter da. Geht nicht. So, da, das ist das, was da reingeht, das Kabel. Und das geht hier einfach nur hier rein. Vielleicht sprengen? Aber dann wird es ja da stehen eigentlich. Ist im Mittelraum noch etwas zum Aktivieren? Ich gucke jetzt hier nochmal. Irgendwie muss man da ja reinkommen. Irgendwas muss es hier da ja geben. Ist da irgendwo vielleicht ein Schlitz, den ich nicht gesehen habe, um die Karte zu benutzen? Aber warum sollte dann da ein Knopf sein? Das muss irgendwo hier muss das gehen. Hier kann ich nichts machen. Das sind auch alles nur irgendwelche Speichergeräte, die ich nicht benutzen kann. Hier geht es ja wieder raus dann jetzt. Vielleicht kommt das später. Ja, aber wann denn? Das ist ja nur ein Nebenraum
für diese ganze Geschichte. Vielleicht hätte ich diesen Knopf nicht drücken dürfen. Hatte der überhaupt irgendwas gemacht? Ich musste ja eigentlich das Glas mit der Bombe aufsprengen. Ja, der hatte die Tür, der hatte das Tor hochgezogen, der Knopf. Das, hier, den Schutz vor der Scheibe. Glaube ich. Computer nochmal unten, ne, vielleicht. Nee. Warte mal, vielleicht gibt's hier drin in dem Raum noch irgendwas zum Drücken. Oder hier unten vielleicht, warte mal. Vielleicht kann man irgendwie... Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Weil ich hätte jetzt gesagt, dass man vielleicht einfach das wieder deaktiviert, aber es geht ja nicht. Warte mal, Moment, da ist ja... Das ist, glaube ich, da nur die Beleuchtung hier, oder? Oder hat das irgendwas zu sagen? Warte mal. Nee, das sind nur die Lampen. Das ist, das hört hier auch auf. Hier ist auch nichts in der Ecke. Nee, kein Plan, ey. Weiß nicht, wie ich das aktiviert krieg. Was ist das? Bratbums. Hä? Was? Wie? Wo kam denn das her? Okay, egal. Keine Ahnung. Warum liegt das da? War das eine von meinen Bratwurstbomben? Irgendwas übersehen. Vielleicht eine Quest, die du draußen machen musst. Ja, vielleicht... Kann sein. Oder vielleicht muss ich auch irgendwie da ein Kabel durchtrennen oder so. Vielleicht hat ja so ein Kabel so einen Interaktionspunkt. Das könnte ich noch schnell mal prüfen. Guck mal, das sieht doch hier so aus, als wäre da irgendwas... Nee, ach, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt auch nicht so lange verzetteln, ne? Wenn ihr das wisst irgendwie, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir, dann können wir da nochmal drauf eingehen einfach. Jetzt gehe ich erstmal lieber wieder raus. Wie spät ist es denn eigentlich? 4 Uhr morgens. Ja, sehr gut, dann geht nämlich die Sonne gerade noch auf. Warte mal, lasst mal gleich was essen. Und was trinken auch gleich noch. Oh, geht nicht mehr, ist nichts mehr zu trinken. Warte, dann muss ich hier sowas nehmen. Damit ich jetzt hier nicht verdurste auf dem Weg nach Hause. Gut, dass wir diesen Saft da bekommen haben. Jetzt kannst du die Wüste durchkämmen. Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir uns dann auch die entsprechende Rüstung besorgen dafür. Weil da brauchen wir ja dann den Poncho. Aber ja, prinzipiell könnten wir jetzt in die Wüste gehen eigentlich. Hat er denn einen Kamm zum Durchkämmen? War hier jetzt noch was drin? Ah ne, nur dieses komische Zeug. So, sehr schön. Wir sind draußen. Das ist tatsächlich dieser Ausgang, von dem ich mich immer gewundert habe, wofür er sein wird. Dann ist das wohl der Ausgang vom Ameisenlabor. Nice. Wir haben das schwarze Ameisenlabor bezwungen, meine lieben Freunde. Ist euch das eigentlich bewusst? Der absolute Wahnsinn. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ohne diesen Hammer zu benutzen und ohne, dass ich nochmal einen höheren Equip mir besorge. Also, bis auf jetzt die schwarze Ameisenrüstung. Wobei jetzt auch die Frage ist, ob es nicht vielleicht sogar mit der... Mit der Rüstung, mit der Marienkäferrüstung genauso gut geklappt hätte am Ende. Ohne Spaß, ne? Ich könnte fast wetten, dass das mit der Marienkäferrüstung genauso gut geklappt hätte. Ich will mir schnell mal noch was zu trinken hier mal. Trinken frei Haus, nicht wahr? So aufpassen, hier waren immer Wolfsspinnen in letzter Zeit unterwegs. Das ist gar nicht so ohne hier. Oh ja, da ist eine, oder? Ich glaube ja, schnell ins Haus. Schnell rein. Ich habe sie, glaube ich, gesehen durch den... Durch die... Einfach mal alles zumachen. Hauptsache, alles ist erstmal zu. Wisst ihr, was am gruseligsten ist? Wenn Wolfsspinnen in einem Haus drin spawnen. Das ist auch schon mal passiert. Also mir ist das schon mal passiert an einer anderen Stelle. Da drüben irgendwo, da ist die im Haus aufgetaucht und war dann da drin stuck und kam dann nicht mehr raus. Da konnte ich so von außen, konnte ich dann die Beine abschießen, sie konnte sich nicht wehren. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, wenn sowas passiert. This is moderately terrifying, genau, das ist das, was ich sagen wollte, genau. Ja, wir haben es geschafft, schwarze Ameisen Location abgehakt, nicht schlecht. So, wie gesagt, dann können wir jetzt ja mal gucken, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Es gäbe natürlich noch einmal das Nebellabor auch zu durchstreifen. Da fehlt uns ja jetzt auch noch ein Burglar-Chip. Jetzt müssen wir den Burglar-Chip ja auch erstmal abliefern, genau. Oh, da drüben liegt irgendwas. Irgendwas Neues. Liegt da. Irgendwas mit Schrift. Da, wo das Spinnennest ist.
Genau, der Burglar wird sich freuen. Dann kriegen wir jetzt endlich mal einen neuen Chip, den wir vorher noch nicht hatten, tatsächlich. Also, er kriegt mal einen neuen Chip. Hol dir die Fusseln von der Fußmatte. Ja, das müssen wir mal machen. Da müssen wir mal hoch zum Schuppen. Und die Fusseln holen. Aber brauche ich da nicht noch eine bessere Axt dafür? Wie war denn das? Konnte ich das mit den Werkzeugen machen, die ich jetzt habe? Boah, das sieht cool aus. In den Sonnenaufgang, nice. Konnte ich das jetzt machen mit dem Zeug, was ich habe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Unter der Hacke ist die Spinnenhöhle, wo du letztens drin warst. Ja, genau. Apropos Spinnen, ich muss ja auch aufpassen. Sind hier welche? Man sieht es gerade so schlecht wegen der Sonne. Ich spring mal ab. Kann ich da oben drauf landen? Jawohl. Hier bin ich nämlich erstmal sicher. Da kann ich erstmal gucken, was hier so los ist. Naja, es ist nichts los. Keine Spinnen. Ah, die sind beide da drin. Okay, interessant. Na dann schnell in zum Burglar. Bevor sie sich bewegen. Da hinten bewegt sich irgendwas. Das finde ich jetzt natürlich uncool. Schnell rein. Nice. So, dann liefern wir mal ab. Also der Bossfight war schon ganz schön krass. Burglar, ich hab was für dich. Ich habe noch einen Superchip gefunden. Nice. Ja, nice. Vergrößerungszelle. The Embiggening Cell stores and regulates interatomic energy transfer during the spacing expansion phase of the spacer. Der Spacer, nice. Put simply, it controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messy. There is both good news and bad news. Which would you like to have first? Hiobsbotschaften. The bad news is that the spare cell I have is empty. The good news was that I have a spare cell. The cell must be filled with a special mixture, a cocktail, if you will. Another breakthrough invention by Dr. Tully. Hold, please, while I push the recipe for the embiggening cocktail to your scabby. Processing. Processing. Error. Yeah. Directory. The directory you attempted to copy does not exist. Boo-doo-doo. Boo-doo-doo. Ha! Voodoo-doo, voodoo-doo. Ja, sehr schön. Cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. It must be on one of the remaining super chips. Käse und Pommes. We will need that recipe in order to fill the embiggening cell and send you home. I am sorry. It seems like the forces of nature are trying to keep you in this yard. But I believe you are here for a reason. Hold on to the empty cell for me. And when you feel ready, retrieve another super chip to see if we can piece this puzzle together. Also wir brauchen diese Zelle dann und natürlich einen neuen Chip, damit er uns sagen kann, wie man diese Zelle bekommt. Ich hatte einen seltsamen Traum, genau, das können wir ihn auch gleich mal fragen. I'm afraid Dr. Tully did not program me for dream analysis, but I will do my best. Was it perhaps about electric beef? I have always wanted to have that dream. Elektrorind. Das ist eine Anspielung, glaube ich, an ob Androiden von elektrischen Schafen träumen. Dieser Roman, auf dem Blade Runner basiert, glaube ich. Why don't you describe your dream for me? Oder Kurzgeschichte war es, nicht Roman. Es war eine Kurzgeschichte. Wie wäre es, wenn du mir deinen Traum beschreibst? Ich wurde in einer ominent Einrichtung geschrumpft. Aha! That confirms it. There are two spacers. Just as Dr. Tully surmised, one in the yard and one at Ominent. Ah, ja. He had a hunch that they continued his work on the spacer after he stopped working for them. It all computes. I do not believe these are just dreams. These are surely your memories. But perhaps they only return to you as dreams. Dann sollten wir auf jeden Fall noch einmal schlafen, nachdem wir jeden Chip gefunden haben. So, Ominent shrunk you, and now you are here. I am pretty sure you are not an Ominent secret agent. I was JKing. That was a test. You passed. So if you are not an Ominent agent,
Why would they be shrinking children? Tja. Surely I have no idea. Yet another puzzle for us to solve. On the plus side, your memories must be slowly returning. If you have another dream, please come again. How can I be of assistance? Vielleicht auch nicht. How can I help you today? Auf Wiedersehen, Burglar. Come again soon. Okay. Ups. Sorry. Ich hatte ja noch den Speer, den Dings in der Hand, Mensch. Ich hoffe, ich habe dir keinen Schaden zugefügt. Keinen nachhaltigen zumindest. Schaden hast du ja eh schon. Genau. Chip, Freischaltung, schwarzer Ameisenhügel. Haben wir da jetzt überhaupt was freigeschaltet? Das ist eine gute Frage. Vergrößerungszelle haben wir bekommen. Und, guck mal, wir haben 7000 Raw Science, Alter. Warte mal. Jetzt gucken wir uns hier mal schnell nochmal um. Was können wir denn hier noch machen? Soll ich mir mal die maximale Gesundheit nochmal skillen? Oder soll ich warten, bis wir noch Mutationen machen können? Ich glaube, das ist besser hier. Da warten wir lieber noch. Und bei dem hier können wir Verbrauchsgegenstandsgröße. Verbrauchsgegenstandsgröße, da können wir größere Stacks für Essen und so mitnehmen. Ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Hol dir die Flaschenerweiterung. Okay, warte, jetzt machen wir das erstmal. Flaschenerweiterung, warte mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Schmieden, mächtiger Klumpen, was? Mächtiger Badabum? Das brauchen wir, glaube ich, mal. Stabile Panzer. Da können wir, glaube ich, hier diese Sachen verarbeiten noch. Erweitertes Schmieden, Leimstampfer. Schmiedekunst, spröde Verbesserungen. Kiesel der Brandung. Was? Achso, das ist eine Eigenschaft für mich. Wo ist denn die Flasche? Was? Schwadenausstoßer? Verjage die Käfer mit einer Vielzahl von stinkenden Käferbrocken, die durch den Garten wehen. Unterschiedliche Stinkstoffe ziehen unterschiedliche Schwärme an. Was? Schwärme anlocken? Was? Da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Wir wissen, was das ist. Schwadenausstoßer? Verjage mit einer Vielzahl an stinkenden Käferbrocken. Ist das ein Gebäude oder ist das ein Gerät? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Wo ist denn die Flasche? Ich check's irgendwie nicht. Ich finde sie nicht, ich bin blind. Fackelverbesserung sehe ich hier noch. Ich seh keine Flaschenverbesserung. Vielleicht brauchen wir dafür noch einen anderen Chip. Vielleicht brauchen wir dafür noch was anderes. Aber ich mache jetzt erstmal das hier. So. Und den Rest da überlegen wir uns mal noch was. Dann können wir jetzt die anderen Steine auch verarbeiten zu Klumpen. Glaube ich. Flasche muss dann aber auch neu gecraftet werden. Ja, vielleicht haben wir das auch schon. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Spinne? Spinne, Spinne, Spinne? Ne, die Spinne schläft. Okay, dann, huch, dann rüber zur Base und erstmal ein bisschen ausrüsten nochmal. Was ist Schilderset Krähe? Schilder weiß ich gar nicht genau. Schilderset, das klingt wie Schilder, wo du was draufschreiben kannst irgendwie. Aber keine Ahnung. Jetzt geh ich erstmal rüber zur Base. So, wir hätten jetzt die Wahl. Wir könnten jetzt natürlich als nächstes sofort in das Teichlabor rein. Weil das war relativ easy going. Da müssen wir ja nur Tasers platt machen. Und vielleicht noch ein paar Spinnen. Oh, da ist der Koi da hinten, um Gottes Willen. Seit wann ist denn der da hinten in der Ecke? Normalerweise ist der da eigentlich nicht. Alter Schwede. Der kommt ja richtig nach oben. Yo! Oh mein Gott. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Alter. Das ist ja wie beim Weißen Hai, ey. Ohne Witz. Wenn der da so drunter durchschwänzelt. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Alter, ganz schön schnell ist er auch, ey. Er hat Hunger, ja. Keine Ahnung, genau. Keine Ahnung kommt gleich nach Coinplan. Brauchen wir eigentlich noch was analysieren? Nö. Wir hatten nur die Mandibeln tatsächlich zum Analysieren gebraucht noch. Oh Gott, ich hätte mich beinahe selber runtergeschubst. Okay. Na Mensch, meine lieben Freunde, da haben wir ja was geschafft. Ich sag's euch. Das war ein ganz schöner Kampf mit dem Boss, ey. Das muss man halt auch einfach mal sagen.
Warte mal, Moment mal, mir fällt noch was ein. Wir hatten doch diese eine Schaufel. Moment. Die Schaufel, die Schaufelstufe 2. Moment mal ganz kurz. Mir fällt gerade was. Ich überlege die ganze Zeit was. Hier genau, die schwarze Ameisenschaufel. Die müssen wir mal herstellen, weil jetzt können wir nämlich im vergifteten Bereich, können wir nämlich jetzt die Kaugummis abkratzen und die können wir benutzen, um die Flasche, die kaputte Flasche, die können wir flicken und dann kommt da kein Gift mehr raus, dann ist der vergiftete Bereich nicht mehr vergiftet. So war das nämlich. Das hatte uns noch gefehlt. Ich erinnere mich. Habe ich die ganze Zeit überlegt, was mir... Irgendwas war mir da die ganze Zeit noch im Kopf rumgeschwirrt. Die ganze Zeit war mir das im Kopf rumgeschwirrt. Und jetzt habe ich es, genau. Jetzt habe ich es im Kopf. Also aus dem Kopf raus. So. Nice. So, warte mal. Dann machen wir doch vielleicht noch mal eine neue Gasmaske auch. Würde ich sagen. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Habe ich überhaupt noch? Warte. 99. Ach, das reicht eigentlich noch. Soll ich nochmal mein Zeug reparieren, ist die Frage. Aber eigentlich nicht. Wir sind eigentlich gut durchgekommen durch alle Labore. Machen wir das jetzt? Ich würde schon sagen, wenn wir jetzt die Schaufel haben, die neue, weil dann kann ich die kleine auch raustun. Wir müssen nicht zwei Schaufeln mitnehmen. Ich würde schon sagen, dass wir das jetzt machen. Also, ich weiß nicht, ob wir zuerst ins Labor gehen und dann das Ding abkleben. Oder ob wir erst das Ding abkleben und dann ins Labor gehen. Vielleicht ist ja dann das Gift komplett weg aus dem Bereich, wenn wir das abkleben. Okay, warte kurz. Da brauche ich trotzdem noch mal eine frische Gasmaske. Kann ich das mal reparieren? Ah, okay, warte, mit grobem Seil kann ich es reparieren. Das ist natürlich auch gut. Warum haben wir kein grobes Seil mehr? Warte mal, das kann nicht sein. Das kann nicht Seil. Das kann absolut nicht Seil. Da muss ich mal schnell ein paar Fasern holen. Fasern gibt es gleich hier vorne. Kaugummi am Picknicktisch ist einfacher zu bekommen. Ja, das stimmt. Ja, und von da aus kommen wir ja relativ schnell auch in den vergifteten Bereich eigentlich. Oh, ist ein Spielzeugauto. Ein Barbie-Auto. Warte mal ganz kurz. Bei Barbie muss ich immer... Was war das? Bei Barbie muss ich immer an das Barbie-Museum denken aus Red Race. Oh je, ey. Ich sag mal nichts dazu. Am besten ist es, wenn man dazu nichts sagt. Das gibt's, glaube ich, auf YouTube, den Barbie-Museum-Clip. Da könnt ihr mal danach suchen. Red Race Barbie-Museum. Christy Puppenwagen. Oh, Mola. Und dahinter ist noch ein Stielstein. So, hauen wir mal da drauf und holen uns den Mola noch. Da haben wir jetzt einen dritten Molar, nice. Mega-Milch-Molar, so was war das hier? Da brauche ich einen besseren Hammer, genau. Was ist das hier? Da hat einer robuste Quarzite hinten drauf gepackt. Ja, dann, ne, wenn das hier schon direkt vor meiner Tür ist, ich meine, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn ich mit geilem Zeug zugeballert werde, ne? Also von daher, immer her damit. Nice, 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 nice. Guckt euch das doch mal an. Das ist so geil. Das ist so geil, was ich da alles hab, Alter. Nicht schlecht. Durch den Garten rasen. Das wäre jetzt cool, wenn das so ein... Das wäre cool, wenn das so ein Spielzeugauto ist, was mit Strom läuft und dann da noch eine Batterie drin ist und man noch Gas geben könnte auch. Ich, selbst für das Spielzeugauto bin ich irgendwie gefühlt zu klein. Das ist schon irgendwie krass auch. Ja, jetzt kann man auch hier oben drauf. Das ging ja vorher nicht. Das ist irgendwie geil. Ich bin genau an der richtigen Stelle mit meiner Base, mit meiner Pagodenbase irgendwie. Voll an der Traverse sozusagen. Nicht schlecht. Da hinten ist so ein Sprinkler. Da ist irgendwie... Ach, warte mal, war da nicht auch noch irgendwas mit Molaren gewesen? Da war doch eine Molar... Ja, da ist ein Molar drin. Da will ich auch noch hin. Stimmt. Da war nämlich ursprünglich keiner drin. Da war... Huch. Ursprünglich war da keiner drin, jetzt ist da nämlich keiner drin. Bongbada, bongbada, hongo, bongo, bongo, Kongo. Ach, lass mich doch mit deinem Kongo. Was hast du für Probleme, Mann? Ich habe überhaupt nichts getan. Boah, da sind ganz... Oh! 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 Das ist ein bisschen geil. Aber wie kommt man da rein? Warte mal. Moment mal, das ist... Oh nein, ich ahne Schlimmes. Durch irgendeine Höhle muss man da durch. Das ist voll gemein hier. Lass mich rein.
Eins, zwei, drei, vier, fünf Molare, um Gottes Willen. Ah, hier gibt's ein Höhlensystem. Ich hatte das teilweise schon so ein bisschen mitgekriegt, als ich hier noch rumgelaufen bin, wo es noch gesperrt, also wo es noch nicht fertig war, der Bereich. Da habe ich schon gemerkt, dass da irgendwas ist mit Höhlen auch. Das ist jetzt halt die Frage, wie man da reinkommt. Christy. Die Höhle ist einfach zu finden. Naja. Aber die Frage ist, was da drin ist. Hier ist auch so ein Rohr noch. Geht's da jetzt eigentlich weiter? Oder ist das... Ach, guck mal, da ist nochmal so ein Stein. Ah. Was ist das? Ach. Sind das nicht Bären da hinten? Oberster Marmor. Da braucht man Stufe 3 Hammer dafür. Crazy verrückt. Okay, dann können wir das leider nicht benutzen. Dann gibt es offensichtlich noch einen krasseren Hammer. Das muss ja dann der Minzhammer sein eigentlich. Würde ich schätzen. Ich bin mal gespannt. Okay, ich nehme jetzt das erstmal noch. Das können wir ja zerschlagen. Dann haben wir nämlich wieder schön Material fürs Upgrade dann. Fürs Upgrade von Dingen. Waffen und so. Waffen-Upgrade. Minzkeule, das ist kein Hammer. Ach so. Okay, da muss es aber noch einen Hammer geben auch. Ja, schön. Da waren wir ja wieder ein bisschen abgestaubt. War nicht bei der Flasche links der Höhleneingang. Nee, ich glaube nicht, das ist... Das war, glaube ich, nicht der Eingang zu der Höhle. Ich gucke nochmal nach, aber... Das war, glaube ich, nur ein Durchgang. Das war vorher auch schon nur ein Durchgang. Auf der anderen Seite da. Ich glaube, das ist ein anderes Höhlensystem, das weitläufiger ist. Ach, der blöde Marienkäfer. Schnell weg. Ja, die Marienkäfer hier, das sind aggro. Da drüben steht ein Spielzeugsoldat. Guck mal, ich glaube... Oh, das war, glaube ich, jetzt nicht so schlau. Oberster Quarzit. Das sind Stufe 3 Dinger. Die kann ich alle nicht platt machen. Nee, guck mal, das ist nur so ein Durchgang gewesen. Das war vorher auch nur ein Durchgang. Das Höhlensystem beginnt weiter hinten da. Da muss man weiter reinlaufen und dann kommt man da irgendwann wieder raus, glaube ich. Vielleicht ist es auch Teil des Termitenbaus. Ich weiß es nicht genau. Links war eine Spinne. Was? Wo? Wie? Das macht mir keine Angst. Ich bin hier schon am Gruseln. Was ist das eigentlich? Grassamen. Also, ja, das ist Grassamen, aber was mache ich damit? Gras anpflanzen. No shit. Warte. Grassamen zum Pflanzen von Gras. Ja, doch. Wer hätte das gedacht? Okay, na gut. Ist jetzt auch real. Wir gehen mal zurück. Jetzt geht die Sonne eh gleich unter, wa? Ja, wir haben den Tag ganz gut rumgekriegt jetzt. Da würde ich doch mal sagen, wir bereiten uns jetzt mal drauf vor noch. Oder ja, wenn ich mir jetzt so angucke, wir sind jetzt schon 3 Stunden am Start. Aber wir können uns dann schon langsam mal drauf vorbereiten, beim nächsten Mal dann in das Gaslabor zu gehen. Also Nebellabor. Dass wir da vielleicht auch mal ein bisschen Action machen. Würde ich sagen. Einmal schlafen noch. Ja, genau, damit wir die Sequenz noch sehen, genau. Da muss ich auch noch ein bisschen Zeit totschlagen, weil jetzt kann ich noch nicht schlafen gehen, glaube ich. Warte mal, was können wir denn noch Sinnvolles tun jetzt? Vielleicht noch mal Material... Hier, genau, die Rüstung mal reparieren noch. Das können wir mal schnell noch machen. Die ist nämlich halb kaputt. Sehr gut. Den Hammer, kann man den auch reparieren? Nee, kann ich nicht. Larvenstachel besorgen. Das wäre vielleicht noch was, was man noch machen könnte. Und ich hatte ja den Gammelfleischsekt dabei. Warte mal, ich kann mal ein paar Beete anpflanzen. Also bauen erstmal und dann anpflanzen. Wo machen wir denn das? Machen wir das hier unten? Nee, warte mal, das machen wir oben. Hier unten machen wir dann die Küche noch hin. Dann haben wir nämlich auch direkt Zugriff auf die Zune. Hier oben ist nämlich noch voll viel Platz. Den wir eigentlich gar nicht nutzen. Genau, machen wir das mal hin. Dann wird das Gammelfleisch auch endlich mal genutzt. Und dann kann ich da auch endlich mal Pilze anpflanzen. Hier. Was hat er jetzt noch gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas brauchte man da jetzt noch.
Ah, hier, Eichelkappe, Seile. Ah ja, stimmt, Seile wollte ich machen, genau. Wofür hatte ich jetzt das Seil nochmal vorher gebraucht? Für irgendwas anderes. Egal, ich lasse die mal hier durchrödeln. So. Und so. Stimmt, ich wollte noch mehr Fasern holen, dann hatte ich mich ablenken lassen. Mist. Stimmt, das war's, was ich machen wollte. Fasern wollte ich holen. Du wolltest die Maske reparieren. Ja, genau. Verdammt, ich, genau. Ist natürlich wieder vergessen. Mann, Mann, Mann. Ich brauche mehr Fasern. Wir wollten Kaugummi farmen. Ja, das auch. Ach komm, was? Wieso? Ach so, das sind Feuerameisen, um Gottes Willen. Schnell weg, die beschießen mich. Da bin ich gleich wieder platt direkt. Pong, bada, bong, bada, bong, bada, bong, bada, bong, bada, bong, bada, bong, bada, bing, bada, boom. Guck mal, sehr gut. Jetzt können wir das hier mal so machen. So, den einen mache ich jetzt mal so, damit ich dann die Maske reparieren kann direkt. Muss ich zu den Kisten rüberlaufen? Die Stimme versagt, um Gottes Willen. Hier. So, reparieren. Genau, weil die brauchen wir dann nämlich gleich im vergifteten Gebiet. Also was heißt gleich beim nächsten Mal dann, in der nächsten Episode. So, mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt schlafen gehe schon? Aufwachzeit. Okay, das ist mir jetzt egal. Ich schlafe jetzt einfach mal, ich will wissen, ob es eine Sequenz gibt. Ja, es gibt eine. Gedämpfte Stimmen. Body mass readout is an acceptable range. The skin fold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Hm. Was war das Projekt Orc? Nightmare visions. I was the subject of a nefarious science experiment, but to what end? Orcs are minions of Lurk and Shriek. The quest becomes even more mysterious. Jetzt haben wir es auch noch mit Orks zu tun. Um Gottes Willen, das wird immer krasser, meine lieben Freunde, ich sag's euch. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.